herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Thema. Es geht darum, ob die Sonne gesund ist oder ob sie gefährlich ist, weil wir werden ja immer wieder informiert, dass wir nicht in die Sonne gehen sollen und dass wir darunter leiden und dass es dann zu bestimmten Erkrankungen kommt, besonders Hautkrebs. Lassen Sie uns diese gesamte Situation mal ein bisschen genauer anschauen. Eigentlich sieht es so aus, wir und unsere Gesundheit sind ohne Zweifel auf die Sonne angewiesen. Dass uns dies in die Gene gelegt ist, spüren wir schon daran, dass es uns im Urlaub meist in die südlichen Gefilde, in die Sonne und in deren Wärme zieht. Wie Sie wissen, verändert sich unser Planet. Leider nicht nur zum Guten. Es gibt auch Entwicklungen, die durchaus bedrohlich sind. Eine davon ist die Veränderung der Ozonschicht. Unsere Haut könnte überfordert werden und Hautkrebs entwickeln. Deshalb wird auch empfohlen, sich mit Sonnenschutzmitteln zu schützen. Bei diesen Empfehlungen wird oft übersehen, dass wir die Sonne auch tatsächlich brauchen. Und wer sich der Sonne entzieht, entwickelt Krankheiten auf der körperlichen, aber ebenso auch auf der psychischen Ebene. Ein kleiner Eindruck davon, wie wichtig das Sonnenlicht für unsere Gesundheit ist, zeigt sich jedes Jahr in der Winterzeit. Wir werden auf der einen Seite viel anfälliger für diverse Krankheiten, fühlen uns nicht so wohl oder entwickeln sogar Depressionen. Nachdem Zusammenhänge zwischen Sonnenlicht und Gesundheit lange, lange Zeit belächelt wurden, wie beispielsweise die Frühjahrsmüdigkeit, weiß man inzwischen durch viele Forschungen, dass wir Sonnenlicht brauchen wie Luft zum Atmen, Wasser und die Nahrung, um zu leben. Sonnenlicht steuert den Schlaf-Wach-Rhythmus, eine der wichtigsten Grundlagen unserer Gesundheit, von dem nahezu alle Körperfunktionen beeinflusst werden. Sonne erzeugt Lebensfreude sowie körperliche ebenso wie geistige Leistungsfähigkeit. Und dabei spielt natürlich das Vitamin D eine herausragende Rolle, denn es wird vom Körper mit Hilfe der Sonne selbst hergestellt. Und bei Mangel an Sonnenlicht geht das Immunsystem absolut in die Knie. Osteoporose, Herz-Lungen-Krankheiten bis hin zum Herzinfarkt sowie Krebserkrankungen werden wahrscheinlicher und auch damit in Zusammenhang gebracht. Ebenso auch die ganz banalen Sachen wie Haarausfall und Schlaflosigkeit können sich bei Sonnenmangel entwickeln, um nur einige Beispiele zu nennen. Leider führt unsere heutige Lebensweise sowieso schon dazu, dass wir unter Sonnenmangel leiden. Menschen arbeiten ganztägig in Räumen mit eingeschränktem oder sogar ohne natürliches Licht. Man verwendet Glas, das undurchlässig für UV-Strahlung ist und hält sich nun aus Sorge vor Schädigung bewusst von der Sonne fern. Man schützt sich mit Kleidung, schmiert oder sprüht Sonnenschutzmittel. Bitte beachten Sie bei all diesen Maßnahmen, dass Hautreaktionen durch Medikamente und Kosmetika entstehen können. Und nutzen Sie lieber Sonnenschutz, der eine Schutzschicht bildet, als solchen, der einzieht. Es ist nämlich möglich, dass die Zellen der Haut Reaktionen auf einziehende Stoffe entfalten, die wir noch gar nicht abschätzen können. Und bitte realisieren Sie dabei, dass Hautkrebs auch an Stellen entstehen kann, die nie der Sonne ausgesetzt sind. Noch völlig außer Acht gelassen werden mögliche Einflüsse der Ernährung auf die Sonnenempfindlichkeit der Haut. Es könnte sein, dass sich ungünstige Fette in den oberen Hautschichten und der UV-Einfluss so verändern, dass Zellen entarten können. Auch macht Antibiotikaeinnahme die Haut viel photosensibler, was ebenfalls zur Entstehung von Hautkrebs und deren Vorstufen führen kann. Der beste und natürlich in uns eingebaute Sonnenschutz vor zu viel Sonne ist die langsame Gewöhnung. Und das natürlich möglichst ohne Rötung. Und auch gesunde Ernährung sowie die Vermeidung extremer Einstrahlung, wie zum Beispiel der ungeschützte Aufenthalt in einer extremen Mittagshitze zwischen 12 und 15 Uhr. Hier können wir uns im Übrigen eine Menge Sonnenvernunft bei den Südländern abschauen. Die machen nämlich in dieser Zeit ihre Siesta und das sollten wir vielleicht dann auch tun. Aber ansonsten genießen Sie die Sonne, gehen Sie jeden Tag mindestens 20 Minuten in die Sonne, zeigen Sie der Sonne so viel nackte Haut wie möglich, denn dann wird das Hormon Vitamin D gebildet, Ihre Laune steigt, Ihr Immunsystem dankt es Ihnen und insgesamt ist es einfach wunderschön, die Sonne auf der Haut zu spüren. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über Ihren Daumen nach oben und Natürlich auch gerne, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Haben Sie irgendwelche Fragen, Anregungen, dann schreiben Sie das doch einfach in den Kommentar.